SSSA, HJ, wunderbar, ein SKK, der Mania. Wie geil! Am Rathaus gibt es Vorteile. Aber es muss nicht immer das ausgefallenste Kostüm sein. Eine große Zeit für wahr. Die NS und die KK. Das war alles wunderbar. Was fürs deutsche Volk geschah. Deine Mama! Und dann, wir wollen letztlich nur das anbieten, was uns unsere Auftraggeber. Sie spricht auch wie Dolly Buster. Die Anlieferung und Annahme ist bereits voll im Gang. Ich spreche gerade von dieser Zettelab, der mir komische Kameramann gegeben. Kommt ja jedes Jahr wieder was Neues dazu. Aus Heuerswege. Aus Heuerswege. Ah, das wusste ich doch. Rutschlachs! Nein, das ist ein normales Herrgen, was für ein Vorname, ey. Es ist schon Mittwoch. Mittwoch ist schon, Digga. Nicht mehr Montag, nicht mehr Dienstag, sondern Mittwoch. Bald ist wieder Wochenende. Mitten in der Woche. So, die Leute wie dich haben wir damals in der Schule übelst verhauen. Dann am 21. Januar. Fangliche Klatscher. Frag dich das mal selbst. Warum wohl? Das Besondere an den FAF-Mitarbeitern ist, dass sie ein Du musst dir dein Bier selbst aufgekriegt. Er hat es viel schneller aufgekriegt. Und das schäumt über und wirkt das voll nass an seiner Jacke. Und er hat weiße Spuren in seinem Schritt. Ha! Schmeckt dieses Bier gut. Das ist das Thema von uns. Oh! Ich kämpfe gerade. Oh! Los, den Schaum weg zu. Los, Victor! Saug! Saug schneller, Victor! Saug, du! Wie Schaum kommt da? 700 Kubikmeter Kohlensäure. Victor, ich glaube, das Bier steht rechts. Das fickt dich übel. Das Bier steht rechts. Der Bier ist mehr Schaum als Bier. Gleich, wenn er nicht zu trinken ist, im gesamten Bier keine Kohlensäure. Schmeckt das scheiße. Victor, das Bier ist ein gebärfähigen Alter. Deswegen kommt es so viel. Ey, Mann, noch, das ist schon Minuten her. Anschluss. So, jetzt kannst du ruhig weiterkämpfen. Im Augenblick, es regnet wieder und damit der freie Wasserabfluss der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzfläche gewährleistet ist und damit auch das Wasser von dem Straßenkörper und der anwohnenden Grundstück, wo Umbebauung ist, vernünftig abfließen kann, schnell, wir können wieder geräumt werden. Das ist die eine Geschichte der freien Wasserabfluss. Das war der zweite Aspekt, um den freien Wasserfluss zu erreichen. Finde ich lustig. Wenn man sonst keine Freunde im Leben hat, ne? Außerdem wird das immer wieder aus deiner Flasche raus. Ja, schau mal. Das ist ein Pogo, nein, Digga. Ruhig. Komm nicht mehr auf meine Flasche. Das ist meine. Jetzt kommt sogar mehr. Ich krieg die Gesichtsstange von dem Lachen. Es steigt. Hört auf zu glotzen. Guck ich an, er ist zu klein. Ja, na, oben drauf. Aber er hat sehr großes Potenzial. Er wächst und wächst. Da passiert nichts, wenn oben drauf haut. Wo dann unten auf oder was? In den letzten Tagen waren die Doll genug! Sende Schwingungen durch das Glas. Sengaya! In diesem Teil war wohl
um Selbstbefinden, Körper verladen und Selbstbefinden, ja, das ist so nicht. Wie gleich sprudelt bei Victor alles raus. Dann später Niveau mit auf. Victor fällt von einer Bierspamme von denen an, weil es an die Decke geht. Und das Wasser Deathmeister. Oh, das tut weh. Vom Regen endlich wieder ins trockene und warme Auto. Philipp Sandell für den FF aus Emden. So, liebe Zuschauer, hättest du ihm nicht sagen dürfen. Teil 2. Und einige Meldungen warten noch darauf, verbreitet zu werden. Und einige Meldungen warten noch darauf. Guck mal, die eine Schlappe wurde aufgewechselt. Nein, ich habe schon viel gegessen. Ich fällt dir jetzt auf, deswegen war hier gerade. Oh, und einige Sachen müssen verbreitet werden. Als Polizist aus Rotenburg muss ich seit Mittwoch vor dem Landgericht Pferden wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Hat wieder einer aus Rotenburg einen anderen gegessen? Mit einem Kollegen zwei Verdächtige auf einem Firmengelände beobachtet, die vermutlich diese. Was kriegt man eigentlich, wenn man in Rotenburg einen Rotenburger bestellt? Bei der Verfolgung soll der angeklagte Beamte einen Verdächtigen. Echten leckeren Menschenfleisch. Und es fängt wieder an langsam. Ja. Zu einem LKW-Zusammenstoß aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 70 in Papenburg. Aus dem Tank eines Lastwagens liefen rund 200 Liter Diesel aus. Aus dem Tank eines Lastwagens liefen rund 200 Kinder raus. Die Fahrer blieben beide unverletzt. Bereits am Dienstag hatte sich an derselben Stelle ein Unfall ereignet mit einem LKW und einem Kleintransporter. Schinder, Lindwürmer. Der Landkreis Emsland hat vom Landesamt für Denkmalschutzplakaten erhalten. Die Auszeichnung werden erst seit vergangenem Jahr an Eigentümer vergeben, die Baudenkmale vorbildlich bewahren. Die Gymnasialkirche Meppen, das Schloss Clemenswert, die Gedächtniskirche in Rede und die Klosterkirche Haselünne erhalten die Plaketten. Dienstagabend kam es in Rotenburg zu einem bewaffneten Überfall in einer Kanone, Hände hoch! Über 1000 Euro Hände hoch, oder ich zieh mich aus! Das ist ein, nur ein Symbolbild, das ist nicht ein Symbolbild. Das fing auch gerade ab zu, was für ein Jungschau. Wir wissen, dass sie schuldig sind. Sie haben ein Motiv und kein Alibi. Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen die Verarschung bei Switch. Ja. Sagen Sie, oder ich sehe mich aus. Nein, bitte nicht. SPD-Chef Sigmar Gabriel vertreiben die Studiengebühren junge Leute aus Niedersachsen. Über 250.000 junge Menschen haben seit dem Regierungswechsel die Studiengebühren vertreiben junge Menschen das Land verlassen, sagte der Parteivorsitzende am Mittwoch. Wirtschaftsministerin Johanna Banka sieht darin aber keinen Zusammenhang. Mit 171.000 Studierenden gibt es einen neuen Rekordwert. Niedersachsen und Bayern sind bis heute die einzigen Bundesländer, die Studiengebühren verlangen. Es ist so ein Witz. Du hast natürlich, dass du in Hamburg studierst. Warum wohl? Wie gesagt, als ich die Zusage von Hannover hatte, wollten die plötzlich, dass ich pro Halbjahr knapp 870 Euro bezahle. Fickt euch. Ein halbes Jahr. Ich habe zwei Semester lang Studien bezahlt. In Hamburg. Läuft natürlich auch Gefahr, das ist als diesem Wintersemester. So, aber für wie viel? Kreuzberg. Dort gab es etwas ganz Besonderes an Wahlkampf. Nein, ich meine, wie teuer waren sie? Zwar gab es dort was du bezahlt hast. Das kennen wir ja nur auch. Ja, aus Hannover meinen sie dann so mit Einschreibegebühren und allem und zwei Stunden mit allem. Wie bezahlt ein Student sowas? Das macht sich bekannt. Studenten sind von vornherein darauf angelegt, dass sie entweder ein gutes Elternhaus haben oder irgendwie es sich in der Jugend leisten konnten, beim Nebenjob genug Geld zurückzulegen, damit sie studieren können. Und du wolltest studieren? Danach erst ein Kandidat und macht sich kurz bekannt. Wobei in außer in Niedersachsen und Bayern ist das Studieren zu Beginn kostenlos und man zahlt später, sobald man das Studium abgeschlossen hat, in Raten das Studium ab. Und, na, aber das für dich... Derjenige,
Vorschläge heißt. Das finde ich viel vernünftiger. Ja, ja. Also muss man natürlich sagen. Ja, so, ich habe gestern gesagt, YouTube, ein Video. Das reicht für dich auch für eine Highlight. Sobald die Hälfte leer ist. Nee. Dann kannst du dir gerne ein Video aus. Dann kriege ich ja nichts mehr mit davon. Ja, das ist doch ein YouTube-Video. Ich will ein YouTube-Video machen, das geht einigermaßen. Worüber? Moderate Länge. Das seht ihr erst, wenn es läuft. Weil, ja, Wrestling? Nein. Da kann es ja nur besser werden. Ich dachte, wir gucken schön hier FRF, schön hier am Programm hier. Die wiederholen sich ja auch seit... Aber nicht in Burghäusenberg. Das ist Mittwoch, ja. Weißt du, wo Burghäusenberg ist? Nein, aber das ist anders. So was gab's da vorhin. Warum willst du wissen, wie dort das verschissene Achselschweißwetter ist? Das ist kein Achselschweißwetter, das ist ein Achselschweißwettbewerb. Gucken Sie am meisten schwitzt. Hat verloren. Nein, er hat gewonnen. Oh. Das ist, er hat gewonnen. Oh, er ist eine Tomate. Rot. Hamut Lammert. Und er ist Rentner. Das war, er hat nur noch 3 Minuten und 39 Sekunden. Oh, 2 Sekunden. Das Opferlamm. Wert. Oh nein! Wer hat das am meisten geschwitzt? Der Schütze hat getroffen mit seinem Wahlprogramm. Rolf Schütze, Direktor der Schwitzgruppe Burgkreuzberg oder wie das hieß. Und das gefiel wohl auch den Politikern. Das ist interessanter vielleicht als manchmal eine Podiumsdiskussion, wo man dann vorne sitzt und... Guck mal, die FDP ist gar nicht tot, es gibt noch die FDP. Bisschen Dürr, aber... Mit Christian Dünn sonst wer und er ist die personifizierte FDP. Grüßt er sich im Grab um, sobald er tot ist. Ein ganz neues Format und ein großes Kompliment an die Regierung. Sobald er tot ist. Schütze, die das hier organisiert haben. Bei einigen Themen sind wir auch ins Detail gegangen, bei anderen nicht so. Veruschka, schlürt der Vor. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Linke, sorry Mädel. War der Abend anscheinend sehr aufschlussreich. Das ist ganz nett, aber ich würde dich nicht ficken, du bist bei der Linke. Weil die Linke auch zum Teil sehr gut vorbereitet war. Oder recht gut. Und wo lassen Sie die NPD ins Mikrofon? Das ist wieder so ein einseitiges, linksorientiertes. Die rote Tomate ist doch Rentner, also die ist ja garantiert NPD. Also bitte. Es ist so ein widerliches Demokratengesülz. Guck mal, ist das nicht NPD? Sieht doch so nach NPD aus. Nein. Sehen wir aus wie ein hässlicher, zahnloser alter Wichser, der sich auf die Linken abspritzt. Nein, das sind NPD. Scheiß Demokraten. Scheiß Demokraten. Guck mal, er hat einen Anhalter genommen. Wir singen SS, SA, HJ und wunderbar NS, KK, Germania. Vorteil. Politisches Speeddating. Tja, jetzt kommen wir mal zu einer Kategorie, wo man nicht mehr reden kann. Weil man nicht mehr lebt. Halt die Fresse! Ja, sie liegen. Face! Tod ist kein Grund für Ungehorsam. Und davon hat der Frische Rundfunk einige. Frische Rundfunk? Die wieder loswerden. Das ist ein bisschen langweilig, oder? Brauchen wir sie. Ich habe Zuschauer hier auf diese Scheiße. Er ist der Sendechef, Tag ein, Tag aus. Und dann. Das ist sein Leben! Hinter dem Sender inzwischen steht so ein Bett aufgebaut, in dem er alles natürlich lebt. Oh Mann, wann geht der Sender endlich pleite, damit ich in Ruhe gelassen werde? Och nee, nicht schon wieder. Oh. Die Leute schalten tatsächlich ein. Och nee, jetzt muss ich wieder ran. Ein Matthias Rundum-Sorglos-Paket. Aufgabe Matthias! Ein Matthias. Plus ein Kilo! Plus Fiebel Matthias, Räucher Matthias. Geil. Nein, das ist die Backentasche-Klatsch. Hinter welchem Begriff verbirgt sich eine Süßspeise? Backentasche, Handtasche, Apfeltasche. Wobei, das gucken so wenige Leute, wir könnten sogar gewinnen dort. Das gucken so wenig Leute, wir könnten gewinnen. Victor wollte anrufen. 01 2 7 8 5 5 0 3 3 0. Und am besten dazu Bonus. Sie sind durchgekommen und werden. Das ist die.
Ich will nicht Leute an, wir könnten gewinnen. Ein Kilo Matthias plus. Geil. Das ist der faktische Rundfunk mit der Gewinnspiel-Hotline. Dieser Anruf kostet 50 Cent. Mobil ist teurer. Mobil ist teurer. Und Ihre Telefonnummer auf das Band. Viel Glück. Die Antwort ist C, die Apfeltasche. Telefonnummer ist 04771 642 42. Und wie, du bist dran. Ja, so soll gewinnen, Alter. Ein Kilo Matthias, ein Kilo Matthias. Und weil ihr jetzt am Jesus dranbleiben, das geht noch im Verlauf des Abends. Wer soll sonst gewinnen, außer... Da ruft ja keine Ahnung aus. Uns. Yeah. Aber der Captain, der Cass und Steffen ist dann jetzt der Doktor. Der Doktor. Der Dor. Alter, der Dor. Matthias, ich bin der Dor. Ein Kino und das andere war Räucher Matthias. Das war auch ein halbes. Das ist der geräucherte Matthias. Und dann so. Matthias. Shades World! Sex Toys are the ultimate pleasure for everyone! Ja, beruhig dich, du bist schon wieder so abgestandener Fischer. Ne? Shades World! Rattenkiller! Nur kann einer muss jetzt sein! Warten wir erstmal, was mit der Guck mal, was das für ein Programm? Ja, mach einfach eine Kamera-Kreuzung und send das. Die losen gerade zwischen einem Anrufer das Gewinnspielergebnis aus. Ich wette, die sitzen da. Einer hat angerufen. Tatsächlich? Jemand hat angerufen? Och nee. 50 Cent? Ist ja geil. Ja, gut. Oh. Ja, ich meine, wir können doch auf den anrufen. Und das Kilo Matthias, das haben wir gar nicht. Scheiße. Und so ein Mistig. Jetzt rufen wir beim Gewinner. Haben Sie alle schon gehabt. Zollstocksammler, Schlauchsammler, Flaschen. Jetzt sag's doch, wir haben gewonnen. Sammler. Ja. Ich zieh das raus, fürs Finale. Keine Ahnung. Schuhsammler bist du übrigens. Nom, nom, nom. Können wir den Tipp bisschen Rattenkiller drüber? Ja. Er rennt die Kalzone weg. Ja, das wäre dann zum Beispiel eine erste Frage beim Speed-Dating. Könntest du mir ein Schuhgeschäft kaufen? Sind die echt? Ja, so willst du antworten? Kann ich mal anfassen? Ja. Kann ich mal anfassen, Niklas? Wirklich. Damit mal wieder, dass du Lupo hast. Eine sehr unbeholfene Frage. Sind das Ventile auf deinen Brüsten? Weil die hat doch jede Frau. Ja, meine erste Frau hatte die auch, aber die war auch das. Es gibt so entweder, hey, oder darf ich meinen Schwanz zwischen deine Möpse legen? Das ist die perfekte Frage. Und ja, das hat Niveau. Dann stolpert man sagt man natürlich von davon. Also ich bin so schlecht beim Sex, dass ich es dir mal gesehen habe. Ich bin sehr red. Aber yeah. Das ist ein Redneck, ey. Wollen wir jetzt nicht denken. Nein, wir sind auch bei ganz anderen Themen. Stimmt, wir wollten über Sachen. Er ist ein Weird Tong. Und zwar Tong ist immer rot. Der ja, Superzombie. Fantastisches Abonnement. Ja, das ist der Rattenkeller. Das ist eine Dame. Und ich komme aus Frankreich. Ah, okay, das ist das hin. Was ist Niedersachsen? Friesland. Oh, schon wieder Friesland. Aber Fabel, Puppen willen in Arbeit. Puppen, Digga, Puppen. Es geht um Puppen. Ja, Digga. Geile Puppen. Guck mal, Mösen. Das waren Mösen. Puppen willen Arbeit. Ich dachte, sie baut Modelle. Puppen willen in Arbeit. Denn wer von uns hat als Kind nicht von solchen Spielattraktionen geträumt? Stundenlang könnte man durch die Zimmer stöbern und viele Details entdecken, die Gisela Backhaus liebevoll gestaltet hat. Man könnte auch einfach sein Leben geben. Die Älteren diese kleinen Stuben für ihr Leben gern an. Ich habe erst gedacht, nein. Das darfst du niemandem erzählen. Mr. Superman nicht da. Nein. Und dann habe ich aber bei den Männern gesehen, mit der Können wir eine Nachricht hinterlassen? Ja, und die sind ja auch erwachsen.
Mr. Superman nicht da. So hat die 79-Jährige immer etwas zu tun. Denn nichts tun gehört absolut nicht zu ihrem Plan. Davor probierte sie sich schon als Musikerin und als Künstlerin aus. Und dann war im Fernsehen ein Bericht. Alter, du bist alt. Lass das doch einfach in Ruhe. Dass man eine Zeitschrift kaufen kann. Einmal in der Woche. Sieh dorthin. Und jede Woche war ein Teil drin. Und das habe ich dann gesammelt. Und dann bin ich aber selbst angefangen und habe das selbst gemacht. Sammeln nur an den Fahrzeug. Die Schnittmuster und die Zeitschriften werden sorgsam aufbewahrt. Ob Beleuchtung, Uhren oder gepolsterte Sofas. In diesem Mini-Häuschen befindet sich alles, was es auch in Normalgrößen gibt. Mit Kreativität und Fingerspitzengefühl erschafft die gelernte Schneiderin ein Paradies für die Bewohner. Erst habe ich ja mal mein Schnittmuster, das zeichne ich mir auf. Und dann zeichne ich mir das aus Schnittmuster. Holz. Ich habe Ahornholz, dünnes. Und dann wird das ausgesägt. Sie hat dünnes Ahornholz in ihrer Möhre. Also nein, davor war besser. Und dann wird das ausgesägt und dann wird das schön geschliffen. Dass das auch schön glatt ist. Sie würde auch wieder gern geschliffen werden. Ja, das von vorne, von hinten, von allen Seiten. In die Ohren, in die Nase, ja. In die Augenhöhlen. Endlich! Hauptsache rein mit dem Anal-Oral, alles. Und dann, aber es wird sogar Lochal. Klebt, durchgepuppt werden und dann hört er auf mit der Scheiß-Video. Guck mal. Ihr Elternhaus. Ja. Doch genug ist genug. Denn zwar macht Basteln Spaß, doch meistens so langsam wird es eng. Ist das eigentlich, was diese verwirrten alten Leute brauchen, einfach nur einmal ein bisschen dafür. Jeden Fall hat die Puppenmutti in ihr Herz geschlossen. Die Puppenmutti ist 80. Die Puppenmutti. Dieses Jahr, wenn ich mal nicht mehr da bin, ich hab schon zu meiner Enkelin gesagt, musst du mich wegschmeißen. Backe, backe, nein, nein, du bist so billig. Nicht, auch vielleicht findet man mal jemanden. Ein schmutziger Limerick mit ihren Nachnamen. Die Frau Backhaus backt seine Holze. Aber bis dahin. Ja, der wäre fast in die Richtung gegangen. Was ich meine. Genau wie mein Furz. Den habe ich jetzt aber nicht gehört. Ausfahre. Ein Glück bist du, der in der Kontaminationszone liegt. Ja, aber. Deswegen die Hand aufgeben. Apropos, Alter, die Pflanze spricht immer noch nicht. Ich hab da die Pflanze. Der mit seinem Weg nur seine Lippen dazu. Die Pflanze redet. Kohle fragen? Na, Kohle. Und dann fragen, ob Kohle da ist, um Schuhe zu kaufen. Nicht eine Schuhe, sondern ein ganzes Schuhwerk. Ah, alles. Weil es nützt mir nichts. Ja, also es rechnet sich besser, wenn ich eine Schuhfabrik kaufe, wenn ich nicht heiraten sollte. Komisch, ich sehe Lippenring, aber ich höre nur Matthias gestellt. Matthias. Wann kommt jetzt unser Räucher-Matthias endlich an? Ich will jetzt Zwiebeln und der Räucher-Matthias. Überleg es, Herr Dringmus, Sie sind einer von Millionen Anrufern, die die Erdung getroffen haben. Milliarden, Milliarden. Weil wie viele Milliarden Leute dort anrufen? Sie sind einer von Milliarden Zuschauern, die die Erdung eingetroffen haben. Es gibt doch nur diese eine, deswegen wundert es mich. Aber egal, Sie haben gewonnen. Verdammt, Sie haben gewonnen. Verhältnismäßig langsam. Ich weiß nämlich, wie Männer ticken. Oder das wäre ein Kerstin. Warum? Ich schreibe. Ich glaube wirklich, wenn wir einen Anruf und sagen, Sie haben gewonnen. Und so, oh, na gut, Moment, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen! Hallo, sind Sie da? Ja, in Ordnung. Und man muss zu Beginn erst immer versichern, dass man dort keinen unflätigen Begriff für im Fernsehen. Und hallo, wir haben hier zum Gesundheits- Herrn Zapka aus der Moor. Sie uns heute zuschauen. Wie finden Sie, dass Sie durchgekommen sind? Volkskrankheit Nummer 1. Hallo? Hochdruck ist. Sind Sie da? Fast jeder. Kennele! Folgen des hohen Hochdrucks als an Krebserkrankungen. Ich wollte das mal genau wissen und bin in die Stadt und habe die Menschen. Und ich habe mal, warte, wo guckst du hin die ganze Zeit beim Vorlesen? Auf das Blatt unter der Kamera? Sie guckt in mehrere Richtungen. Ja, ich glaube, er hat sie gefragt. Ja, ich glaube, er ist gefragt. Kreislauf oder Krebs. Könnte aber auch Zucker sein. Wie geht's Ihnen denn? Mir geht's recht ordentlich. Ich bin schon 72 und kann mich nicht direkt beklagen. Ja, aber ich krieg Medikamente.
Also gegen Naturprodukte habe ich grundsätzlich nichts. Ja, das zeigt uns natürlich. Sie ist die ganze Zeit sowas von ab. Wer muss was dafür tun? Ach, auf ihre Augen. Das ist genau mein Thema heute. Ich habe mir gucken hier in die Kamera. Dass ich über unsere Gesundheit sprechen möchte. Herzlich willkommen, Herr Professor. Nein! Nein! Knobig vital, mein alter Feind! Wir sprechen über ein ganz interessantes Thema. Bluthochdruck. Wenn du gewonnen hast, ruf dich eh an. Mach mir danach, schlag den Rab an, bitte. Knobig vital Werbung. Permanenter Stress. Zu viel Arbeit. Permanenter Stress. Und was sind die ja, gestern Ursachen, wenn ich jetzt und heute taubert gesehen. Viel taubert. Zuerst einmal muss ich mir bewusst sein, es ist wirklich leer. Wie ist das? Jetzt willst du doch, dass das so. Ich nehme kurz die Flasche. Nein, ich hole die Flasche. Ja, das heißt, Derek Flair-Gang. In der Flasche. Es kann zu einer Herzmuskelschwäche kommen. Es können die Blutgefäße von innen her angegriffen werden. Aber statt den Rad machen wir wenigstens. Und die wieder. Zumindest Vektor und ich. Die Gefahr für Schlaganfall. Killer. Herzinfarkt. Killer. Es kann aber auch mein Gehirn geschädigt werden durch Bluthochdruck. Also ich bin da nicht mehr fit. Die Sehkraft kann beeinträchtigt werden. Also die Augen können sehr geschädigt werden und dann natürlich auch die Nieren. Das führt bis zum Nierenversagen natürlich. Aber weil Sie mich gefragt haben. Immerhin, Junge, danach hat man. Wenn es vorbei ist, ist es wenigstens vorbei. Dass man in der Medizin den Bluthochdruck ja nicht zufällig nennt, den stillen Killer. Das heißt, er tut nicht weh. Es gibt Menschen, die leben Jahre und Jahrzehnte lang mit diesem Bluthochdruck und merken sie überhaupt gar nicht. Und dann plötzlich haben sie eines wie manche meinen, Schäden, die ich gerade aufgezeigt habe, was mir, Herr Lissmann, sie regen sich so dort auf. Was? Ich reg mich so oft auf. Was? Das regt mich auf, diese Annahme von Ihnen. Ja, wenn man ein sensibler Mensch ist, wird sich hineinzugehen. No kidding. Was geht bei mir vor? Ich habe Einschlafen no. Ich habe immer wieder Kopfschmerzen. No. Ich habe dauernd Kopfschmerzen. Ich habe Ohrensausen und wenn ich körperlich mich betätige, habe ich gleich Atemprobleme. Ja? Ich muss mich umschauen, jede Nacht. Wo sind Nahrungsmittel, die den Blutdruck senken? Und die gibt es ganz konkret. Zum Beispiel den Meeresfisch. Hering, Lachs, Makrele. Ich mag aber keine Fische, die regen mich auf! Die haben die sogenannten Omega-3-Fettsäuren, von denen weiß man, dass sie die Blutgefäße erweitern, dass sie den Blutfluss dadurch erleichtern und den Blutdruck senken können. Ja, aber schon gewonnen. Gemüse zum Beispiel. Obst ist wenn er ausgewählt wurde, wird er eh angerufen. Deswegen meinte ich auch wieder stattdessen lieber schlag den Rab anmachen. Aber dann gibt's was du meinst, das ist die aber wir verfassen nichts, nur für Vitalwerbung. Ja, zum siebten Mal. Aber Knobi Vital, das kann man nicht oft genug sehen. Das Zeug ist übelst eklig. Nein, aber es ist total geil. Die Werbung, Alter, guck mal, was für ein Quali die haben. Jemals genommen? Nein. Aber die Quali, guck mal. Und die haben Zwiebeln und Knoblauch und Cola. Zu essen, das ist zu wenig. Man müsste täglich über lange Zeit müsste man doch 3-4-10 Knoblauch, frischen Knoblauch, kurze. Knoblauch konsumiert. Das heißt ja. Nein, das war elastischere Gefäße. Das heißt, der Knoblauch ist ein Jungfach. Aber wenn wir ehrlich sind, man kann ja nicht jeden Tag frische Knoblauch sprechen. 50% Gesundheit auf jeden Fall. Das ist richtig. Das ist traditionelles Rezept aus Hammeln. Das ist ein Problem. Man isst mit also der Schafsmädchen oder was? Nein, der Rattenkiller von Hameln. Ich glaube, da hat unser nächster Studiogast der Rattenfänger von Hameln. Also ist das aus Schafsmännern. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herr Bernhard Roth von der Firma Knobi Vital. Er wird uns zeigen, was wir für eine Alternative zum der Rattenfänger von Hameln. Also mit Schafen. Hat ich glaube nicht, dass er Schafe gefangen hat. Knobi Vital hört sich natürlich in erster Schafen. Linie nach Knoblauch an, aber auch nach also sehr viel Vitalität. Das steckt genau in dieser Sache drin. Oh ja, ja. Die also Knobi Vital ist der ach, was ist das? Er hat sich verwandelt, Jan. Knobi Vital Zitrone. Es kommt von Armbrustgetränke GmbH aus Achim. Achim, wie man schon aus dem Namen ableiten kann, ist natürlich Knoblauch enthalten. Knoblauch deswegen sollte hier irgendjemand gewinnen, wenn die anrufen sagen. Deshalb, weil wir wissen, geht ja gar nicht anders, aber. Menschlichen nein, ich ja. Schneller du willst jetzt schon ein. Nein, ich will nur lesen, was draufsteht. Wie jetzt zum Beispiel Pillen oder Trachees. Und alle Produkte. Medizinfläschchen, Alter. Ja, genau, wie gesagt, ich für. Ich bin der Doktor, gib mir meine Medizin. Ich würde lieber immer nach den Spielen von. Ohne
Zusatzstoffe und wird bei Einnahme desinfiziere auch zum Einsatz gegen Rattenplagen. Ich hatte schon gesagt, auch gegen Rattenplagen geeignet. Ja, also Victor, wenn die Ansicht nach dem Patient davon auflöst, dann wissen wir, was los ist. Du Ratte! Weil ich ein Bär bin. Das ist eine Ratte. Das ist ein Schnaps, ein Desinfiziermittel und ein Rattengift in einem. Der Rattenkiller. Oh mein Gott, da ist er schon wieder. Oh mein Gott, da ist ich schon wieder. Er ist ein Alliumgewächs, ein sogenanntes. Und er enthält natürlich viele, viele Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine. Aber der Hauptstoff ist einfach das sogenannte Allein. Willst du nicht, willst du nicht. Glaub mir, es ist viel einfacher, ihn zu trinken, wenn du nicht dran bist. Den Geruch selbst haut dich schon weg. Wenn also Sauerstoff dazukommt. Und jetzt was? Weiß man, ich will auch mal riechen. Dieses Allicin ist nicht so stark. Ich habe Schlimmeres erwartet. Und trifft die auf die roten Blutkörperchen. Und an der Oberfläche dieser roten Blutkörperchen wird es in Schwefelwasserstoff, eine ganz bestimmte Form von Schwefelwasserstoff umgewandelt. Und dieser Schwefelwasserstoff nicht so macht dann diese enorme Wirkung. Ich habe gedacht, dass die Nasenhaare da wegschmelzen. Kling. Ich glaube, ganz Bart wird sich gerade auf. Gigantische Rüstung, wo man sagen kann. Zieh nicht, der könnte abgehen. Deswegen lieber schlag diesen Rad, das sind kurze Spiele und der Verlierer muss selber eintreten. Was für Schwermetalle zum Beispiel. Aber es ist ein absolutes Sie wollen jetzt Knobi Vital. Jedes Mal, wenn man die Flasche Knobi Vital scharf sieht, muss man eintrinken. Wenn jemand einen Blutdruck hat, ja, ohne Scheiß, die machen ihren Verbraucherhinweise, nicht? Stell dir mal vor, Schatko, wie würde Movie einen Show da laufen? Ja, Mann! Ja, Mann! Mit dem schönen FRF1-Logo oben links! Außerdem, Jan, wenn du morgens aufstehst... Wär zu teuer! Kann er das auch positiv was? Ja, und auch das ist mal ganz genau... Ja, 50 Euro dafür bezahlt, wenn die für die Werbung. Da haben wir 50 Minuten bekommen, mindestens. Eine Stunde. Wir werden jetzt eine Stunde hier Knobi Vital hier präsentieren. Wir haben hier drei Versionen der Knobi Vital. Ich mag Knobi Vital, aber. Das ist Knobi Vital. Das ist ganz in Ordnung. Dass sich das Energie probiert. Nachts im Körper aufbaut. Heu ich mal das kaputt? Schmeckt das nach Knobi? Armer Rattenkeller. Aber es macht sehr viel Sinn, abends noch Knoblauch zu nehmen, damit dann er bereit ist für den Kampf gegen das LDL-Cholesterin. Gegen das RTL-Cholesterin? Also dagegen muss man echt vorgehen, oder? Gegen das RTL-Cholesterin. Derzeitige Produkt RTL-Cholesterin. Unser Grundprodukt. Knobi Vital. Also wie gesagt, Knoblauch, Zitrone, Orange, Honig. Gegen das RTL-Cholesterin. Das Produkt für Diabetiker ohne den Honig. Immer wenn sie Brechreiz haben, wenn sie mitten im Leben gucken. Fast so ein bisschen unser, als unser Nainer bezeichnet. Das RTL-Cholesterin, Knobi Vital. Ich weiß noch damals, die BCL proaktiv, also die Cholesterin-Werbung, was die da wollen. Dann hier mit dem wertvollen Manuka-Honig. Aber das gibt hier Tests auf dem Verlag. Das Geilste fand ich ja wohl diese Versicherungslampe, wo die da wohl immer vor so einem Kantor umgehauen wurde. Deine Freundin hat mir die Luft wieder gegeben und ich hab sie da verklagt. Sexuelle Belästigung und so. In den neuen Bundesländern ist es lange. Und man weiß halt, dass diese Aromatbarriere nicht nur von Vitamin E, sondern auch sehr viel Folsäure. Wir leben ja in einem Folsäure-Mangelland. Und dann auch noch Folsäure. Aber das Allerwichtigste, wenn man uns so anschaut, wir nehmen so wenig Folsäure dazu. Das ist ein Bioaktivstoff. Folsäure-Mangelland. Dieses Anthocyan ist ein Zellstoff. Ja, das Rolle schützt jede Zelle. Folsäure ist doch der weißhaarige Braune. Der rollende Braune. Das ist eigentlich ein Stückchen der Schadstoffe. Kann natürlich auch. Und das ist jetzt das Schöne, der springende Punkt, kann den Blutdruck positiv nehmen. Das war ich habe Phosphor. Knoblauch. Das ist schon reizvoll. Gibt es nicht. Phosphor gibt es doch gar nicht. Würde ich sagen, auf einen Schluck Gesundheit. Auf einen Schluck Gesundheit. Mir auch nicht, aber Johannes. Rotkernmehl. Ja, Johannes, wie ist das? Dadurch, dass man den Aromen sagt, gibt es doch gar nicht mehr. Schmeckt. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt. Aber mit Aperol-Gläschen. Geht so. Wir stehen da im Studio rum und hier knallen sich die Birne mit diesem Knobi-Vital zu. Das hat keinen Alkoholgehalt. Was?
Ich dachte, das ist Kräuterschnaps. Die Grundprodukte, nee, des Zitrone oder die Diabetiker, 24,90. Das ist nur weißes Kräutergetränk, ohne Prozente. Mit den Beeren ab 29,90. Deswegen ist es auch langweilig. Und die erhalten Sie in allen Apotheken, Reformhäusern und in Naturkursgeschäften. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt ganz, ganz viel Positives über Knobi Vital gehört. Guck mal, die liest das unten unter der Kamera von. Die ganze Zeit über liest sie nur ab. Sie ist so schlecht. Und dazu kann sie mal geradeaus in die Kamera gucken? Gäste, nein. Herr Hauser und Frau Kiem. Hallo, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Hauser, Sie besitzen eine Apotheke und auch bei Ihnen in der Apotheke gibt es Knobi Vital. Was sind denn da Ihre Erfahrungswerte? Scheiße! Anfangs war ich noch ziemlich. Wichse! Das Knobi Vital kann ich so richtig schön kacken. Richtig geil. Dieses Produkt ist ganz, ganz große Kacke. Was genau erzählen Sie? Das ist so ganz doll. Zum Beispiel, ich habe eine Hauswirtschafterin, die arbeitet in zwei Haushalten. Die sagt, es geht ihr alles plötzlich viel besser von der Hand. Sie ist besser belastbar und haben sie hat wieder den Hintern verloren. So wie Knobi Vital geht alles viel leichter von der Hand, weißt du? Eine Haushafterin, ne? Sie kann sie nach Möglichkeit halt ganze zwei Hände. Und nachdem ich darüber nur so viel Positives berichtet haben, habe ich. Keine Positives berichtet, also das war wirklich fantastisch damals. Ich will Knobi Vital den Stängel da. Oh mein Gott, er ist eine Leiche. Meine Freundin, meine letzte Freundin konnte auch noch Positives berichten. HIV-Positives. Yay! Ich habe meinen Witz auf meinen eigenen Kosten gemacht. Schaff mich nicht an, du bist HIV-positiv. Nein, er hat mich angesteckt, nein! Du Schwein! Nein, er hat mich angesteckt, ich würde sterben! Johnny, was ist das? Johnny, wirklich, positiv, the worst thing to be. Wisst ihr was? Ich nehme einen Schluck Knobi Vital, dann bin ich wieder HIV negativ! Yay! Yeah. Du bist HIV neger, aber nicht tief! Wenn du einmal positiv aufgefallen bist, dann musst du Knobi Vital trinken! Das ist ja nicht. Ich wollte trotzdem aber von unserer Freundin warte mal, warte mal! Oh, ja, ich wollte auch nochmal ficken. Oh, komm mal her, diese schöne Schlampe an da. Komm mal her, ich bin mal richtig. Ah. Oh, das ist schön. Oh, ja, oh, 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 oh. Du darfst ihn nicht kennen, Victor, kennst du, Ja, ich würde gerne mal helfen. Ja, komm her, ich würde gerne. Komm mal, Rock, ich komme jetzt gegen. Es gibt so eine amerikanische Serie, die. Die zeigen immer Filme. Ja, der lacht dir gerade dein Stängel aus. Da war der Knobi, Stängel, Bruder. Ja, ich will schon kurz. Guck mal, ich zeig mal, okay, sag mal, ich bin da fertig. Ja, komm her, komm. Okay, jeder kriegt eine Rolle und jeder muss mit dir sprechen, okay? Können wir das über Stefan Raab machen? Nein, 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 nein. Das ist so. Du bist die Moderatorin. Langweilige Gülle. Victor, du bist die Frau, ich bin ja ein Rot. Okay. Du bist dran, Victor. Oh, komm, ich, nein, so, ja, ich bin so kacke in mir. Jasmin, Roberto. Ich schau mir Vital. Hab euch echt geschafft, endlich Akne-Probleme zu bekommen. Früher wurde ich so oft ausgerüstet. Ganz von allen anderen, weil ich das einzige gut aussah. Aber jetzt kann auch ich richtig scheiße aussehen. Ohne Schwan. Oh. Oh ja. Oh, das Zeug ist notiert. Ups. Mit Aronia-Beere. Weitere Informationen und Aronia. Ja, es wird Alkalfrucht. Mit Alkoholfrucht an Urin. Ja, mit Alkoholfrucht macht die am liebsten. 9410 Knobi Vital, das Original. Mit Granatapfel und Hollunder, Weißdorn und Hollunder und Goji-Beere. Oh, schade. Jetzt, wo wir gerade hier loslegen. Wo wir gerade richtig drin waren. Schade. Es ist Wind. Kann auch Frau 7 genauso gut machen. Das kannst du auch morgen früh im Challenge-Deck machen. Außerdem wird das wiederholt. Aber da gibt es ja wenigstens etwas, worauf man wetten kann. Und da kann man auch wetten. Oder das Heimwetten. Nee, so, das noch fetter wird. Die will ich. Hans Sport. Nee, so, disrespektier dich, ja? Komm schon, wir wetten, dass Heimwetten der 8. noch fetter wird. Aber das ist Geschichte, das wissen wir schon. Damit sein und so, wo ist denn die Mauer? Und gibt's eine Glotze? Jason Statham in